So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin zwar eigentlich gerade im Urlaub, war gerade draußen, hab noch einen Berlenbacher getrunken. Das merkt man auch, das sieht man auch, ich schwitze auch total nach der Premiere. Und jetzt 22 Uhr kamen News rein. Das nächste Event in Pokémon Go wurde angekündigt. Ich bin bestens vorbereitet, ich habe einen Laptop dabei, ich habe die Kamera, ich habe hier ein Handy, ich habe eine Bildschirmaufnahme. Ich möchte trotzdem ein Infovideo machen, obwohl ich gerade im Urlaub bin, damit euch nichts entgeht und ich noch ein paar Klicks abstauben kann. Genau, denn das ist das, worum es geht. Nee, Spaß. Ich habe schon gehört, dass das Event sehr langweilig sein soll. Wir gucken aber mal selber rein, was das ist. Passt auf, wo ihr hintretet. Bald beginnt das Event Giftiger Sumpf. Bei dem Pokémon des Pokémon Go Fest 23 New York City erscheinen. Das habe ich jetzt so komisch betont, dass gar kein Zusammenhang mehr da ist zwischen dem Satz. Wir sehen aber auf dem Titelbild Algit. Algit ist ein Pokémon, was im New Yorker Go Fest angeteasert wurde, dass das neu als Shiny eingeführt wird. Und jetzt findet ein Event statt an dem Go Fest Wochenende, wo das sowieso weltweit für alle kommen. Das heißt, die Leute vom GoFest haben da gar keinen Vorteil, dass sie das jetzt bekommen und die anderen nicht, weil es in dem Moment sowieso jeder bekommt. Also, gucken wir mal hier rein. Wir sehen ja alles hier. Macht euch bereit, in Pokémon Go tückisches Terrain zu durchqueren. Manche der Gift- und Drachen-Pokémon, die beim GoFest New York erscheinen, tauchen beim Event Giftiger Sumpf auf der ganzen Welt auf. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Algit begegnen. Giftiger Sumpf startet am Samstag, dem 19. August, 10 Uhr, bis Dienstag, den 22. August, 20 Uhr. Wilde Pokémon, die erscheinen. Zubat, Blutzuck, Tentacha, Dratini, Gehweier, Schlubbuck, Pionskora, Milzer, Algit, Balgoras und FM können alle shiny sein. Dratini finde ich gut, wer noch Bonbons sammeln möchte für Dragoran. Was? Paul Späth hat gerade oben geschrieben. Moment. Milzer hatte zwar schon Sensidae, aber Milzer-Bonbons kann man immer noch mal ein bisschen mitnehmen. Algit, also neues Shiny. Balgoras ist, glaube ich, auch ein sehr guter Gesteinsangreifer. Und wer noch kein Shiny hat, schlägt hier zu. FM, falls ihr noch keine Entwicklung gemacht habt, schlagt halt auch hierzu, gönnt euch einen FM. Oder wenn ihr das Shiny noch braucht, ist aber auch Pokémon, was ein Sidae hatte. Raid-Kämpfe. Raid-Kämpfe der Stufe 1, Slimer, Alola Slimer, Hisui Baldorfisch, Hisui Sneebel. Ist jetzt nichts dabei, was mich interessieren würde. Raids der Stufe 3 finde ich schon interessanter, denn hier ist Galar Smogmog drin. Das gab es bisher noch nicht so oft. Wer da noch das Shiny sucht, könnte da ein paar Raids machen. Shadrago ist dabei. Der ist zwar irgendwie nicht nützlich, also der ist irgendwie unbrauchbar, total Quatsch, hat aber einen roten Kopf. Sieht als Shiny verdammt gut aus. Tordonator ist so frisch dabei gewesen im Event, jetzt wieder zurück in den Raids. Wer da noch ein Shiny sucht oder ein gutes oder ein Shadrago Shiny oder Galar Smogmog Shiny, ich finde die Dreier Raids alle drei eigentlich richtig genial. Krypto Raids der Stufe 1, Krypto Zubat, Hunduster, Dusselgur. Raids der Stufe 3, Krypto Nidoran, Krypto Onyx, Krypto Sneebel. Nidoran und Sneebel können beide shiny sein, wer da noch was sucht. Ansonsten, falls ihr noch ein gutes Onyx braucht zum Erlösen für einen 100er, damit ihr Mega Stalos machen könnt, oder hier Mega Hunduster, würde auch gehen. Krypto Sneebel ist auf jeden Fall ein guter Unlicht- und Eisangreifer. Mich holt er wieder mal nichts ab. Boni, doppelte Fangbonbons, Team Go Rocket Ballons erscheinen häufiger. Ein kostenloser Raid Pass pro Tag für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen. Das heißt, normal könnt ihr einen Raid Pass haben, einen kostenlosen Raid machen. So kriegt ihr im Event also zwei kostenlose Raid Pässe jeden Tag, die ihr dann für Shadrago oder für Tordonado einlösen könnt. Pokémon bei Feldforschungen ist auch überschaubar. Slimer, Dratini, Knackleon, Algit, FM und Gastella. Also vieles dabei, was auch wild sein kann. Und Algit natürlich als neues Shiny. Kostenlose befristete Forschung. Eine kostenlose befristete Forschung wird verfügbar sein. Diesmal also ein Event ohne Tickets. Es gibt also keinen neuen Namengeber für mein Shiny. Bei dieser Forschung warten Aufgaben rund um Raid-Kämpfe auf euch. Deswegen auch der zweite kostenlose Pass.
bei denen als Belohnung Begegnungen mit Gift- und Drachen-Pokémon, darunter Miniras, winken. Miniras steht hier nirgendwo dabei, kriegt ihr dann aber aus der befristeten Forschung, ist auch ein Pokémon, was sehr selten ist, wo die meisten wahrscheinlich noch keinen Dex-Eintrag haben von der Endentwicklung. Die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst vor Dienstag, 22. August, 20 Uhr, die Aufgaben der Forschung abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben. Denn bis dahin läuft das Event und ansonsten war das alles zum Event. Also es gibt ein neues Shiny, was aber beim GoFest New York sowieso eingeführt wird. Ein paar interessante Raids, würde ich dazu sagen. Ansonsten ja, habe ich eigentlich gar keine Ziele. Es müsste zu der Zeit immer noch Iveltal und Xerneas in den Raids sein. Da habe ich aber jeweils schon ein 100%iges auf Level 50. Vielleicht würde ich meine Raid-Pässe also wirklich für Shadrago oder Torunator nutzen. Da habe ich nämlich noch keinen 100er. Da bräuchte ich noch ein paar Bonbons. Und damit könnte ich die Champion-Medaille ein bisschen pushen, was ich sonst nicht machen kann. Was sind eure Ziele? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses aus dem Urlaub hier, aus dem Hotelzimmer. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Genau. Ciao.